Ich erinnere mich, bevor wir dem Hexenverbrenner eine kalte Ente suchen, haben wir festgestellt, dass wir hier spontan irgendwie ein ganzes Sammelsurium an Dingen aufgetan haben, die erkundet werden wollen. Dem werden wir uns dann jetzt erstmal zuwenden und wir fangen natürlich gleich hier mit so einem Nest an, damit ich mechanisch. Damit ich mechanisch eine Chance habe, mich hier erstmal zu beweisen. Mehr Schaden durch Manifestation. I have another insight. Oh. Du bist groß. Treibe ich das mal ganz schnell aus. So. Da muss der weg, weil der den anderen schildert. Aua. Ja. Mantul, schön, dass du reinschaust. Aua. Ah, da hat er sich noch mal umgedreht. You will not have him. Warte, das war nicht das Ende? Prangere das an. This isn't over yet. Eieieiei. Aua. For what is a gentleman without an effort to master the chaos that sweeps our world? An attempt to control death itself, if necessary. Dankeschön für deinen Resub im 29. Monat, Frau Reichenstein. Gute Güte. 29 ist eine Primzahl. Wusstest du das? Ist es das? Ich glaube, ja. Ja, müsste. Wenn nicht, wird mich Arken ja bestimmt gleich korrigieren. Aber ich bin mir da relativ sicher. Ansonsten natürlich schön, dass du reinschaust. Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Wie vielleicht auffällt. Aber nur ganz minimal. Au. Einmal Sense ins Gesicht.
So. Ach so. Ach klar. Weil es bisher noch nicht gereicht hat. So, da haben wir den schon mal. Katsching. 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 Eieieiei. So, jetzt dann aber Feierabend hier. So. Hui. So, jetzt bin ich da. Nochmal, Frau Reichenstein, vielen, vielen lieben Dank für deinen Resub im 29. Monat. Schön, dich hier zu haben. Und ja. Schön, dass du mal wieder reinschaust. Und Mantul hätte gerne unnützes Wissen. Man möchte meinen, irgendwann hat man genug davon. Aber dem scheint nicht so zu sein. Ich komme nicht ans Buch ran, weil meine Arme zu kurz sind. So. Hat nichts damit zu tun, dass das Mikrofon im Weg ist und ich mich nicht nach vorne lehnen kann, um es zu holen. Nein, nein, meine Arme sind zu kurz. Unnützes Wissen. Der einzige europäische Lehrfriedhof für Bestatter liegt im deutschen Ort Münnerstadt. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob mich das überrascht oder nicht. Wie machen das denn alle anderen Bestatter oder fahren alle Bestatter europaweit nach Münnerstadt? Das kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Wie funktioniert denn das sonst? Graben die einfach irgendwo im Wald ein Loch oder... Hä? Oder üben die einfach nicht? Oder ist das dann am... Fast hätte ich gesagt, am lebenden Objekt, aber das ist... darf man da testweise Menschen vergraben? Es klingt, also wahrscheinlich nicht testweise, aber wenn man Bestatter in Ausbildung ist, vielleicht ja. Vielleicht testweise sogar doppelt, weil vielleicht auf Note. Ich meine, bist du krank? Ja, das sind noch die letzten Ausläufer einer Erkältung. Also was heißt die letzten Ausläufer? Ich würde sagen, es ist das letzte Drittel. Ich habe seit gestern große Fortschritte gemacht, ansonsten wäre ich heute nicht hier. Muss ich wirklich sagen. Also die Nacht, die letzte, hat Wunder gewirkt, aber ich habe auch irgendwie 11,5 Stunden geschlafen. Das sagt eine Menge aus, glaube ich. Ja, aber Dankeschön, Dankeschön. Genau, also wir werden eventuell hin und wieder mal eine Unterbrechung machen. Um Schleimmanagement zu betreiben. Ansonsten sollte das aber gehen. Während der geringen Anzahl der Azubis wird wohl die einzige Berufsschule in Deutschland liegen. Ähnlich wie für Brunnenbauer, was Bad Zwischenahn ist. Echt, meinst du? Also ich meine... Ja, es kann natürlich sein, ne? Das, also es wird ja wahrscheinlich so eine klassische Ausbildung sein, ne, mit irgendwie Teile, teilweise im Betrieb und teilweise in der Berufsschule und dass die für die Berufsschule reinfahren.
Das ist natürlich denkbar. Meli, cheers. Ha. Faszinierend. Ich wusste bis eben auch nicht, dass Brunnenbauer ein Lehrberuf ist, muss ich tatsächlich zugeben, Lemeriel. Das, dessen war ich mir nicht im Klaren. Warum auch immer, muss ich zugeben. Ich meine, ja klar, irgendjemand muss ja Brunnen bauen, aber was weiß ich, wer das macht. Woods, you're on your own. Garten- und Landschaftsbauer oder so. Thank you. Anytime. Das war der Einzige? Das war ja erschreckend einfach. According to the map, the treasure should be near. Hätte ich als Teil des Tiefbaus verbucht. Ja, 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 vielleicht auch das. The treasure must be hidden nearby. Bin doch schon dabei. Geheimnisvolles Versteck. Letztes Rätsel. Finde meine bessere Hälfte und du wirst wissen, wie du mich finden kannst. Wo ich liege, betrachte ich still die majestätische Steinkrone. Majestätische Steinkrone, also wahrscheinlich irgendwie ein Berggipfel oder so. Oder tatsächlich eine Formation aus Steinen, die kronenähnlich ist. Wir werden es irgendwann erleben. So. Unerhört, mich hier einfach hinterrücks anzufallen. So. Da geht's noch weiter. Das finden wir gleich raus, wo es da weitergeht, denn Mantul möchte eine Garbage Explanation. Gar kein Problem, die soll er kriegen. Garbage Explanation. Brunnenbanisher, der Ausbildungsberuf. Vor nicht allzu langer Zeit gab es in der Zunft der Banisher tatsächlich eine kleine Revolution. Ausgelöst durch ein tatsächlich noch damals ein Videoband aus den späten 90er Jahren. Kam eine übernatürliche Erscheinung, eine Geistervariante wieder in Mode, die seitdem lange verschollen schien und ja, fast schon jahrhundertelang keine wirkliche Rolle mehr spielte, weil der zentrale Dorfbrunnen einfach durch die Industrialisierung und zentrale Wasserkraftwerke und so eine Geschichten einfach keine große Rolle mehr spielte. Aber durch Filme wie The Grudge zum Beispiel wurden Geister wieder populär, die völlig durchnässt irgendwo hinausstiegen. Ne? Und auch wenn es in diesem Beispiel jetzt ein Fernseher gewesen ist, so war doch der Geist, der dem zugrunde lag, einer, der noch vor 100 Jahren vom Boden eines Brunnens heraufgekrochen wäre. Die normalen Banisher waren allerdings in der Art der Bekämpfung dieses speziellen Geistes nicht mehr geübt. Und so wurde eine spezielle
sozusagen Unterkategorie des Banishers ins Leben gerufen, der sich gezielt damit auseinandersetzte, diese Erscheinungen eben einerseits wieder in klassischen Brunnen Herr zu werden, aber auch ihrer Abwandlungen, die aus Fernsehern und Spielekonsolen krabbelten, Einhalt zu gebieten. Damit ward der Brunnenbanisher geboren, der manchmal auch ein wenig scherzhaft der Gameboy Naruto genannt wurde. Aber im Kern geht es dabei tatsächlich darum, ja, diese eine spezielle Art von Geist zu kämpfen, die über, ja, die bestimmtes Spezialwissen nötig macht. Dankeschön. Bitteschön. Ah, okay. Tup. Hallo. Das ist ein Pilz. Und 10 Gesundheitspunkte. Nice. Ah, jetzt dann zurück. Oh. Der Chat tobt mit Applaus. So wie es sein muss. Vielen, vielen lieben Dank. Hier mal. Ist nichts. Das ist ja enttäuschend. Eine enttäuschend große Menge nichts. I'm with you once more. Something has me. Wards. Das hat er nicht genommen. Bis zu Athatons Versteck. Da hängt irgendwas. The Ward's power is gone. Das war er? Okay, der war sehr unscheinbar. Leinen. Immer nicht weiter. Da ist definitiv irgendwas hier hinter der Schiffsflanke. Oder? Doch nicht mehr? Habe es vielleicht doch getroffen. Wirkt ein bisschen so. Na gut. Hm? Achso, das war eine Fackel. Okay. Something has me. Wards. Waren aber noch nicht alle. Darf ich nicht über die Kante gehen? Oh, noch mehr Silber.
Hier. Okay, doch, es war der einzige. Ich habe da keine Rückmeldung mehr gekriegt. Hier blinzt nur das Wasser, okay. Geister. Einen Prozess gemacht. Komme ich hier denn hoch? Nee. Komme ich denn dann da hoch? Gar nicht von hier. Muss es einen anderen Zugang geben. Urteile ich messerscharf. Hier immer die Kisten mit den Laternen abstellt. Ja, die immer die ganze Zeit anzündet. Schrupp, die Schrupp, die Schrupp. Richtig anstrengend sein, hier im Sand zu rennen. Ja, mal das Ultra-Geheimversteck sein können. Niemand wäre darauf gekommen, außer ich in meiner Genialität. Bis zu Athertons Versteck. Okay, das war jetzt nicht sehr versteckt. Läuterungsöl. Hallo, mein Freund. Weniger Gesundheit, weniger Geisterholung. 20% mehr Bannpunkte. Okay, der Bonus ist nett. Aber auch die... die Attributsboni sind auch mau. Vielleicht irgendwann, wenn wir es aufgelevelt haben. Vielleicht dann irgendwann. Allerdings unseren Sud schon ziemlich cool, muss ich ja zugeben. So, was ist hier in der Ecke? Wittere große Geheimnisse? Oder auch nur 7 Leinen? Und den da. Hat mein Adlerauge so gut verspäht. Erspäht, wie es nur geht. Sag euch, meine Nase mag verstopft sein. Aber mein Scharfsinn ist völlig einwandfrei. Zum Beispiel. Ach verdammt. Ich merke, ich scharfsinnig. Es könnte eine Falle sein. Ah, keine Bandpunkte mehr. Das hat der Gewehrschuss gerade verbraucht. Der nimmt noch eins. Okay, okay. Wartet, wartet. Ich weiß, wie wir das lösen. So. Mit meiner gewalttätigen Ehefrau löse ich das. So sieht es nämlich aus. Es gibt kein Problem, dass eine gewalttätige Ehefrau nicht löst. I can handle this alone. Das ganz ohne Nudelholz, ich sag dir. Aber wie auch, sie hätte ja ihr Nudelholz nicht ins Jenseits mitnehmen dürfen.
Wir lernen daraus, die vorausschauende Ehefrau lernt auch ohne Nudelholz furchteinflößend zu sein, damit sie als rachsüchtiger Geist auch ernst genommen wird. Einmal kurz gucken, das wäre so eine ideale Gelegenheit, hier irgendwie mit den Winkeln zu spielen, aber es sieht nicht so aus. Erst geradeaus. Oha. Hier haben wir doch alle noch nicht. Das ist Carsten, oder? Drei Müller. Ja gut. Eine kurze Reise nach Deutschland und da gibt's Müllers in Hülle und Fülle. Das sollte also kein Problem sein. Wards. I'm going to need a hand here. Oh, wo hängt da? I am warded. I cannot. Wo hängt der Wardy Ward? Das ist nicht der Wardy Ward, aber der hängt da. Schalalalala. Wo hängt der Wardy Ward? Da. Okay. Beware. Wards. Also tatsächlich hier irgendwo. Okay, das überrascht mich jetzt. Es ist ja oddly specific dafür, dass ich ihn nicht sehe. A ward restrains me. Hä? Ach, da! Oh nein, was soll ich nur tun? Back down to hell. So. Routinemäßig verbannt. Da ist der erste Müller. So. Hervorragend. Erst links, dann rechts. Höre was da. So ein Ding? I know. Das ist so ein Ding. Der zweite Müller. Look to me. Na gut, dann erst den da. Wenn der sich schon freiwillig meldet. Ja.
So. Weiter, Müller. Und noch mehr Geld.